Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium 24, Kapitel 24, die Verse 3 bis 14 und dann nochmal den Vers 24. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten: Sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt sein? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene andere. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst kommt das Ende. Und Vers 24. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten irre zu führen. Matthäus 24, 29 bis 42. Unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden. Und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Denk zum Vergleich einmal an den Feigenbaum oder auch an den Apfelbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass alle diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet. Bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein, sagt Jesus Christus, von zwei Männern,
die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Seid also wachsam. Seid also wachsam. Seid also wachsam. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Nochmal, das waren verschiedene Texte aus der Endzeitrede von Jesus Christus. Sehr beeindruckend, teilweise vielleicht angstmachend, aber sehr beeindruckend und prophetisch in die Zukunft gerichtet. Und Jesus will uns Hoffnung machen. Er möchte uns einladen, mit ihm zu leben. Er möchte uns einladen. Er möchte uns herausfordern, uns Gedanken über ihn zu machen. Und er liebt es. Er liebt nichts mehr, als mit uns zu leben, als mit uns kleinen Menschen unser Leben mit ihnen zu teilen. Ist das nicht wunderbar? Die Welt hat Angst. Die Welt hat zurzeit sehr, sehr große Angst. Das Angstvirus, Covid-19, hat die ganze Welt befallen. Und die Welt hat Angst. Die Menschen haben Angst. Und sie werden von ihrer Angst getrieben. Ich weiß noch, wie das HIV-Positiv-Virus auftrat. Und man wusste, wenn man positiv getestet wird, ist das nicht positiv, sondern sehr negativ. Todesurteil. Heute sind wir so weit, dass auch HIV-positiv getestete Menschen noch jahrelang leben können mit Medikamenten, die sehr viel Geld kosten. Aber hier ist es so, einer, der eine Infektion bekommt, wird auch sterben. Und zwar viel früher, als er gedacht hat. Gott sei Dank haben die allermeisten mit dem Corona infizierten Menschen, auch in Deutschland, aber auch weltweit, einen sehr, sehr milden Verlauf. Preis sei dem Herrn. Krebs breitet sich unaufhörlich weltweit aus. Süchte breiten sich weltweit aus. Die Drogen- und Alkoholsucht breitet sich weiter aus. Und zigtausende Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland. Ich meine 70.000 Menschen. Weil sie sich mit Alkohol betäuben, weil sie mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen. Und die brauchen Hilfe. So viele nehmen Drogen und versuchen sich zu betäuben. Die Welt hat Angst. Und die Welt hat das Angstvirus. Angst hat sich durch alle Straßen der Welt gezogen. Die Menschen sind beunruhigt. Bekomme ich Corona? Werde ich sterben? Werde ich an ein Lungengerät angeschlossen? Die Welt braucht Hoffnung. Die Welt braucht Hoffnung. Und wenn du mit Jesus Christus lebst, wenn du Jesus Christus hast, dann bist du ein Hoffnungsträger für diese Welt. Vielleicht nicht für die ganze Welt, vielleicht wirst du nicht so berühmt wie manche anderen Menschen. Aber du bist ein Hoffnungsträger für deine Welt, in der du lebst. Da, wo du arbeitest. Da, wo du einkaufen gehst. Da, wo deine Nachbarn sind. Du bist ein Hoffnungsträger, weil Gottes Geist in dir lebt. Und du Jesus Christus auf dieser Erde verkörperst. Du bist seine Hand, du bist sein Arm, du bist seine Beine. Und er möchte, dass du Hoffnungsträger bist. Und ich frage mich heute, in vielen Gemeinden, wo ich auch unterwegs bin, warum haben wir so große Angst? Möchtest du nicht in den Himmel? Es ist eine Katastrophe, wenn jemand stirbt. Ich weiß von Gemeinden, ich weiß von topfitten ältesten Leuten,
die auf einmal krank geworden sind, auf einmal gestorben sind. Ob sie wirklich an Corona nur gestorben sind, das muss man erstmal herausfinden, indem man die obduziert. Aber die Menschen haben Angst und das hat die ganze Welt, das hat auch unsere Gemeinden völlig im Griff. Und meine Frage ist, ist dein Leben geklärt heute Morgen? Kannst du sterben? Und willst du sterben? Wenn jemand stirbt hier, oder nehmen wir mal an, ich würde Corona kriegen und würde jetzt sterben. Wir werden trauern, wir werden heulen, wir werden ans Grab kommen. Andreas wird eine wunderbare Andacht halten. Wir werden trauern, wir werden heulen, wir werden miteinander leiden. Aber für den, der gestorben ist, gibt es nichts Besseres, als beim Herrn zu sein. Amen. Für den, der gestorben ist, gibt es nichts Besseres, als beim Herrn zu sein. Es gibt nichts Vergleichbares. Und wir leben hier in Deutschland im Himmel, ihr glaubt es nicht. Lebt mal in anderen Ländern, macht mal Urlaub in Albanien, irgendwo auf dem Dorf. Wir leben im Paradies. Und deswegen habe ich manchmal den Eindruck, wir Christen wollen vielleicht gar nicht in den Himmel. Besonders wenn es uns sehr gut geht, wenn wir erfolgreich sind, noch einen Karrieresprung gemacht haben, das Gehalt größer wird, unsere Partnerschaft super ist oder wir noch heiraten wollen. Nein, Herr Jesus, warte noch ein bisschen. Ich will erst mal heiraten. Herr Jesus, ich würde noch gerne den nächsten Sprung mitnehmen. Ich würde noch gerne mein Haus abbezahlen. Ich würde noch gerne mal einen Porsche in meinem Leben fahren. Aber wenn es uns schlecht geht, dann rufen wir und wir schreien zu Gott und sagen, Gott, komm, Jesus, komm. Jesus, komm. Komm wieder, übernimm du die Herrschaft auf dieser Welt und bring die Viren zum Ende. Ich möchte dir zwei Fragen stellen. Bist du bereit, Hoffnungsträger zu sein in deiner Welt? Erste Frage, weil Christus in dir lebt. Und zweite Frage, hast du dich von einem Angstvirus überwinden lassen? Und dann möchte ich dich fragen, warum hast du Angst vor dem Tod? Und ich möchte dich fragen, frag dich mal, warum habe ich Angst vor dem Tod? Wenn ich das habe oder vor Corona oder vor HIV positiv oder Krebs oder was auch immer. Und dann möchte ich dich fragen, kann es vielleicht sein, dass du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast? Kann es sein, dass dein Leben vielleicht nicht geordnet ist, dass du gar nicht sterben kannst, weil du im Krieg lebst mit verschiedenen Menschen? Kann sein, dass du vielleicht Angst hast, weil du weißt, du hast Süchte, du kommst da nicht raus und Jesus ist so weit weg? Oder kann es wirklich sein, dass du dich noch nie für Jesus entschieden hast. Und dann ist heute der Tag, heute der Moment, diese Angst zu überwinden, indem du sagst, Jesus, ich folge dir nach. Egal, was es mich kostet. Weil ich verstanden habe, dass das Leben mit dir mehr wert ist als eine große Goldkiste. Ich folge dir nach, Jesus. Egal, was es mich kostet. Und dann kannst du heute in Ruhe nach Hause gehen. Ich möchte uns einen Moment Zeit geben und dich fragen, erstens, bist du ein Hoffnungsträger für deine Welt? Merken Menschen, dass du mit Jesus lebst? Und zweitens, warum hast du Angst? Ich gebe uns ungefähr eine Minute Zeit. Ich schenke euch eine Minute.
Wenn du zu dem Schluss gekommen bist, du bist nicht sicher, ob du in den Himmel kommst, kann es daran liegen, dass dein Geist nicht in dir wohnt und dass du vielleicht diesen bewussten Schritt, Jesus nachzufolgen, noch nicht getan hast. Und dann lade ich dich ein nach dem Gottesdienst. Wir haben genug Mitarbeiter, die dir helfen wollen, mit dir zu beten, diesen Schritt auf Jesus zuzutun und zu sagen, Herr, ich will ab jetzt mit dir leben. Und ich habe verstanden, was du für mich getan hast. Am Kreuz ist er für unsere Schuld und Sünde gestorben. Komm. Ein anderer Punkt, wir begrenzen unsere Gottesdienste in dieser Zeit immer mehr. Ich bekomme Einladungen, ich habe jetzt wieder öfters gepredigt und dann sagt man mir, ja, hey Ralf, super, wenn du kommst, entweder wir machen das über Übertragung oder kannst du 20 Minuten predigen? Naja, 20 Minuten. Auch in 20 Minuten kann der Heilige Geist wirken, oder? Ja, aber manchmal sind wir auch gewöhnt, ein bisschen längere Predigten zu hören, nicht so einfach. Wir begrenzen unsere Gottesdienste, wir begrenzen die Predigtzeiten. Und meine Frage an dich heute Morgen sind verschiedene. Erstens, begrenzen wir in der Corona-Zeit unsere Internetzeit? Erste Frage. Zweite Frage, begrenzen wir in dieser Zeit unseren Fernsehkonsum? Die nächste Frage, gerade in dieser Zeit, wo wir doch mehr Zeit haben oft als sonst, begrenzen wir unsere Zeit mit Jesus? Nimmst du dir Zeit für deine Beziehung zu ihm? Oder begrenzt du sie? Ich kann dir eins sagen, ich bin so dankbar, dass ich hier in der Gemeinde sein darf. Ich bin so dankbar, dass wir so ein wunderbares Musikteam haben, verschiedene Musikteams, dass wir tolle Moderatoren, tolle Techniker haben, dass wir Menschen sind, die bereit sind zu dienen. Aber ich sage dir eins, nur ein Gottesdienst in der Woche wird dein Glaubensleben nicht wesentlich fördern. Du brauchst auch in der Woche Zeit mit Jesus Christus, mit seinem Wort, mit der Bibel. Nur ein Gottesdienst in der Woche, und da ist man ja schon komisch, wenn man anderen Leuten erzählt, ich gehe jeden Sonntag in Gottesdienst hier in Deutschland, da wird es aber schon ganz schön komisch angeschaut. Weil es normal ist, heute dreimal im Jahr in Gottesdienst zu gehen. Und dann bist du ein richtig guter Christ. Nein, wir kommen jede Woche. Und die ersten Christen haben sich sogar jeden Tag getroffen. Aber nur ein Gottesdienst, auch sei er noch so gut, dein Glaubensleben wird sich nicht wesentlich verbessern, wenn du nicht jeden Tag Zeit mit diesem Jesus Christus, mit Gott selber verbringst. Gerade in dieser Zeit haben wir mehr Zeit, um im Glauben zu wachsen. Und die Frage ist, nutzen wir diese Zeit? Ich schenke euch einen kurzen Moment, darüber nachzudenken, über diese Fragen. Hast du in dieser Zeit weniger Internetkonsum? Hast du in dieser Zeit weniger Fernsehkonsum? Nimmst du dir mehr Zeit mit Jesus, der sich total freut, wenn du kommst, als sein Kind in seine Arme läufst? Ich gebe uns einen Moment. Ich schenke euch noch mal eine meiner wenigen Minuten.
mal tief durch. Ihr könnt auch mal sagen, egal, auch wenn ich Corona habe, ich bin in Gottes Hand. Egal, welche Krankheit ich auch habe, ich bin in Gottes Hand. Ihr dürft tief durchatmen. Ihr seid bei ihm geborgen. Atmet mal richtig tief und laut durch. Ist doch egal, ob der Nachbar kann denken, was er will. Ja, atmet mal richtig durch. Es tut gut in dieser Zeit, sich von der Angst zu befreien. Ich habe noch Desinfektionsfläschchen dabei. Selber gemacht. Beste Qualität. Mit Aloe Vera, Glycerin, Ethanol, trocknet die Haut nicht aus. Nach Vorgaben der WHO. Ja, ich bin seriös. Nein, da kommt noch zwei Aufkleber drauf. Und da steht drauf zum Beispiel, dass Jesus das schlimmste Virus der Welt, Corona, besiegt hat. Ist das nicht toll? Amen. Das schlimmste Virus der Welt hat er schon besiegt. Das ist nämlich Sünde, Schuld, was uns von Gott trennt. Und ich habe eine ganze Box dabei und ihr könnt später die abtrocknen und die Aufkleber mithelfen, drauf zu tun und so einen Flyer noch zu verschenken. Und ich sage euch eins, in meiner Nachbarschaft, in der Innenstadt von Frankfurt, in Oberndorf am Neckar, wo die Waffen hergestellt werden, überall wo ich war und die verschenkt habe, auch von Haus zu Haus, habe ich nur positive Erlebnisse gehabt. In Oberndorf muss ich feststellen, die sind sehr gut ausgerüstet. Die meisten sagten, da haben wir alles schon. Wir haben vorgesorgt hier. Ja, wunderbar. Und trotzdem haben sich manche gefreut. Nimmt so ein Ding, schmeißt einen Euro in die Kasse, da in diese Box rein und verteilt es und verschenkt es als Hoffnungsträger. Und wenn du keinen Euro hast, ist mir völlig egal. Du kannst dir auch so welche nehmen. Aber geh und verteil diese Desinfektionsfläschchen und schenk den Leuten Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit und so ein Flyer. Stellt euch vor, ein paar Frauen treffen sich am Bahnhof. Sie haben alle ihre Kreditkarten zu Hause gelassen. Sie wollen mit dem Zug fahren. Sie haben ihre Kreditkarten zu Hause gelassen. Auch keine Bezahlmöglichkeit übers Handy. Und diese Frauen sagen, hey, wir wollen uns aufmachen, wir wollen zu einer Hochzeit. Und sie haben sich schick gemacht und parfümiert und eingecremt und sie riechen super. Und dann teilt die Gruppe sich so am Bahnhof auf und die eine Gruppe sagt, hey, lass uns noch ein bisschen chillen, dauert noch eine Stunde, wir sind ja zeitig hier, um den Zug zu kriegen. Und sie gehen shoppen und kaufen ein. Kaufen sich alles Mögliche ein, ihr kennt das ja, ne? Frauen gehen gerne shoppen, ich muss hart dafür arbeiten, dass meine Frau shoppen kann. Und die eine Gruppe sagt, nee, wir bleiben hier, der Zug kommt bald. Und die andere Gruppe geht shoppen, einkaufen und so weiter. Und sie müssen aber noch ihre Fahrkarte kaufen. Und dann irgendwann merkt diese Gruppe, die am Shoppen ist, oh, es gibt ein Problem. Der Zug kommt und die Schlange, wo man die Fahrkarten kaufen muss, weil sie haben ja ihre Kreditkarten, Handys, alles da gelassen, um nicht ausgeraubt oder sonst was zu werden. Sie merken, die Schlange ist lang und der Zug ist schon da. Und die eine Gruppe steigt ein und sie merken, sie müssen sich beeilen. Aber die Schlange ist zu lang. Die tragen alle Mundschutz und stehen da. Die Schlange ist zu lang. Dann steigen sie einfach in den Zug ein. Und sie haben so viel Geld ausgegeben, dass sie kein Geld mehr haben für die Fahrkarte. Und dann machen sie sich auf den Weg mit diesem Sonderzug zu dieser großen Hochzeit. Und dann kommt der Zugbegleiter irgendwann und die eine Gruppe hat keine Fahrkarte. Normalerweise kostet das mindestens 60 Euro. Aber der Zugbegleiter kann auch sagen, sie müssen jetzt aussteigen. Und in diesem Fall sagt er, sie müssen aussteigen an der nächsten Station. Die Frauen sind völlig vom Kopf gehauen, steigen aus. Und die andere Gruppe darf weiterfahren. Blöde Situation, gerade wenn man zu einer Hochzeit unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal im falschen Zug saßt. Ich habe es einmal erlebt, ich bin ja selber Lokführer. Ich war wirklich im falschen Zug.
Das war sowas von blöd. Ich war dann in Holland, ja, als ich ausgestiegen bin. Ja, und musste wirklich Karte kaufen und wieder zurück. Und ich hatte eigentlich, musste eine Ausstellung aufbauen. War wirklich blöd, wirklich blöd. Ja, habe mich euch geschämt dafür. Naja, gut, ist blöd. Ich möchte uns einen Bibeltext vorlesen. Aus Matthäus 25 geben wir es rein. Dankeschön, klick's uns einfach weiter. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht, also dumm oder einfach gestrickt, und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann, auch heute Nacht in Klammern, und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Die Überschrift von der Andachtpredigt heißt: Sei bereit, denn Jesus kommt gewiss. Auch in den Endzeit-Texten, die wir vorhin gehört haben, ging es ja darum, dass Jesus kommt. Jesus kommt. Und das, was Jesus von allen anderen Menschen unterscheidet, das, was er gesagt hat, hat er hundertprozentig getan. Welche prophetischen, zukünftigen Aussagen er gemacht hat, haben sich hundertprozentig erfüllt. Manche noch nicht, die stehen auch aus. Aber wir können uns auf seine Aussagen wirklich, wirklich, wirklich verlassen. Weil er nicht nur Mensch war, weil er Gott war. Deswegen konnte er von einer Jungfrau geboren werden. Deswegen konnte er den Versuchen des Teufels widerstehen. Deswegen konnte er am dritten Tag von den Toten auferstehen. Weil die Liebe stärker ist als der Tod. Wir können uns auf die Worte von Jesus hundertprozentig verlassen. Es gibt so viele Politiker, die Stuss reden. Es gibt wenige Politiker, die es schaffen, ihre Wahlversprechen zu halten. Aber Jesus, wenn er was sagt, dann dürfen wir ihm hundertprozentig vertrauen. Und der erste Gedanke könnte man so formulieren: Sei bereit, denn Jesus kommt unerwartet. Sei bereit, denn Jesus kommt unerwartet. Kein Mensch weiß, wann Jesus kommt. Wie viele haben sich schon verzockt, haben versucht, irgendwelche Rechenexempels an der Bibel zu machen und haben dann ein Datum festgelegt. Und dann kam Jesus nicht. Peinlich. Besonders für die Sekten. Ich hoffe, dass den Leuten dann die Augen aufgegangen sind, dass sie in der Sekte sind. Keiner weiß, wann Jesus wiederkommt, aber er kommt wieder. Und ich will euch ganz kurz in den historischen Kontext hineinnehmen von dieser Situation. Die Menschen haben das ja verstanden, was Jesus erzählt hat. Der hat in ihre Lebenswirklichkeit hineingesprochen. Und ihr müsst euch das so vorstellen: Damals war es so, man hat ja in der Regel im gleichen Dorf geheiratet, vielleicht noch im Dorf daneben im Orient. Ja, früher bei uns in Deutschland auch. Man kam ja manchmal nicht weiter als zum dritten Dorf mit der Kutsche oder keine Ahnung wohin. Ja, wenn man dann schon die nächste größere Stadt mal erreichte, war das schon ein Riesending. Ja, und dann zu einer Weltstadt zu kommen, war natürlich noch ein größeres Ding. Es lief in der Regel so ab: Der Bräutigam und seine Freunde holten die Braut am Elternhaus ab.
Also der Bräutigam kam mit seiner Gang, mit seinen Freunden, ist zum Haus der Mutter, zum Haus der Braut gelaufen und dann haben sie die Braut abgeholt. Und da wartete sie im Brautschmuck. Sie war wunderschön verziert und hergerichtet und roch gut. Und dann holten sie sie ab. Dann kam ein Segenswort des Brautvaters. Ein Segenswort des Brautvaters. Und später ein Segensspruch vom Vater bei der Feier. Und dann kam dieser Hochzeitszug. Und dieser Hochzeitszug ging von dem Haus der Braut zum Haus des Bräutigams. Und da war dieser Hochzeitszug. Und bei diesem Hochzeitszug, da mussten dann die Fackeln brennen, damit die beiden was sehen, sich nicht verlaufen, sonst wohin laufen. Damit sie den Weg sehen, die Fackeln. Und dann sind sie angekommen beim Haus des Bräutigams. Dann gab es eine Abendfeier. Am nächsten Tag gab es Geschenkübergaben. Lieder werden gegenseitig gesungen vom Bräutigam und von der Braut. Frag mich nur, wie die das gemacht haben, wenn die nicht singen konnten. War vielleicht ein bisschen peinlich oder schwierig. So ist das gelaufen. Keiner weiß, wann Jesus wiederkommt. Aber dass Jesus hier in einem Gleichnis behauptet, er würde diesen Brautjungfern, diesen fünf Brautjungfern, die jetzt kein Öl mehr haben und zum Kaufmann rennen und den nachts aufwecken und sie dann anklopfen und sagen, hey, wir wollen auch dabei sein, dass dieser Bräutigam denen sagt, du kommst hier nicht rein. Das ist undenkbar. Es wurde das ganze Dorf eingeladen. Es ist undenkbar damals gewesen. Deswegen sind die Leute aufgeschreckt, als sie das gehört haben. Dass der Bräutigam sagt, du bist hier nicht eingeladen, du bist nicht willkommen, ich kenne dich gar nicht, das war unglaublich. Und das ist die Pointe in diesem Gleichnis. Gerade weil keiner weiß, wann Jesus wiederkommt, ist es wichtig, immer bereit zu sein. Zum Bereitsein gehören einige Faktoren. Das sage ich nur kurz, ein paar Punkte. Bereitsein heißt, Schuld und Sünde in deinem Leben sollte geklärt sein. Wenn du bereit sein willst, dass Jesus wiederkommt, sollte Schuld und Sünde in deinem Leben geklärt sein. Und Beziehungen mit anderen Menschen sollten geklärt sein und mit Gott. Bereit sein heißt, glaube ich, auch einen missionarisch-evangelistischen Lebensstil zu entwickeln. Authentisch zu sein. Die Welt braucht nichts mehr als authentische Menschen, die mit Gott leben. Die Muslime, die ganzen Ausländer, die ganzen Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Die brauchen nichts mehr als authentische Leute, als euch. Die mit Gott leben und die es ernst meinen, die echte Christen sind. Bereit sein heißt Geduld lernen und auf Gott, auf Jesus warten können. Wie viele Generationen, Paulus hatte eine Naherwartung, wie viele Generationen haben schon darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt? Und alle waren überzeugt, in dieser Generation kommt Jesus wieder. Und sie sind dann gestorben und durften dann auch Jesus sehen. Wir brauchen Geduld, auf Jesus warten können. Ein nächster Punkt heißt, bereit sein heißt, immer bereit sein, da Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Aber dass wir können auch jederzeit sterben. Und da müssen wir bereit sein. Unser Leben sollte geordnet sein. Du solltest dein Testament gemacht haben. Ich bin so froh, dass ich mit meiner Frau schon vor der Ehe hatten wir einen guten Freund, einen Notar, ein alter Mann, alter weiser Mann, der hat mit uns alle möglichen Verträge gemacht. Ja, wir haben jetzt eine Generalvollmacht gegenseitig ausgestellt. Wir haben eine Patientenverfügung. Und stellt euch mal vor, was in meiner Patientenverfügung steht. Also meine Organe darf man haben, wenn sie noch brauchbar sind bei dem Übergewicht. Aber die darf man noch haben, außer meine Netzhaut. Die wollte meine Frau nicht. Aber ich habe notariell verfügen lassen, wenn Leute, also Rainer, du weißt auch Bescheid dann, wenn ich einen Autounfall habe oder sonst was und Gehirntod und das ist eher so, ist nichts mehr zu machen, was muss bei einem Evangelisten da drin stehen? Ich habe notariell verfügen lassen, jemand, der ein Organ oder irgendwas von mir bekommt, dem muss gesagt werden, dass das ein Geschenk von Jesus Christus ist. Ist das nicht gut? Zweiter Punkt, sei bereit, denn irgendwann ist es zu spät. Die Jungfrauen hier im Text hätten vorher Öl kaufen müssen. Sie hätten gut vorbereitet sein müssen.
Jeder hat eine eigene Entscheidungsfähigkeit. Gott bietet jedem unsere Hilfe an. Aber irgendwann kann es sein, dass es zu spät ist. Und ich möchte dich bitten, schieb diese Entscheidung, wenn es um Jesus geht, wenn es ums ewige Leben geht, das ist die wichtigste Entscheidung der Welt, schieb es nicht auf die lange Bank. Du weißt nicht, wie lange du lebst. Du weißt es einfach nicht. Ich möchte keine Angst machen. Ich möchte dich aufwecken. Ich hatte einen Freund bei der Ausbildung zum Lokführer, mit dem habe ich mich getroffen. Ja, der hatte ein schwieriges Leben, spannendes Leben. Seine Freundin reichte ihm nicht. Er ist auch manchmal mit anderen Kollegen von uns in den Puff gegangen. In der Mittagspause. Ja, das Bordell war gleich bei der Bahn daneben. Naja, und wir kamen ins Gespräch. Ich nenne ja auch keine Namen. Und wir haben ab und zu auch zusammen dann angefangen zu lernen. Und ich weiß noch, auf einmal bekommt er Leukämie. Die Ärzte können ihn heilen. Die Krankheit ist besiegt. Er ist geheilt. Und dann bekommt er im Krankenhaus eine Lungenentzündung. Und er ist an der Lungenentzündung dann gestorben, weil er nicht mehr genug Abwehrkräfte hatte. Und ich weiß noch, wir saßen da, haben den Gesellenbrief gekriegt und sein Name wurde vorgelesen. Er konnte den Brief nicht mehr abholen. Ich weiß noch, ich habe ihm Sachen ins Krankenhaus geschickt, verschiedene Predigtkassetten, ich hoffe, er hat es gehört. Ich habe mit ihm geredet, ich habe gesagt, hey, ich habe ihn angerufen im Krankenhaus, ich habe danach seine Eltern besucht. Manche werden bei solchen Krisen offener für Gott und manche werden verhärteter. Irgendwann ist es zu spät. Dritter Punkt, sei bereit und lebe authentisch. Vielleicht noch zu, irgendwann ist es zu spät. Auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, es gibt biblisch gesehen nur zwei Möglichkeiten. Es gibt ein Gericht, ein Weltgericht, wo jeder Mensch mal vor Jesus steht. Ganz alleine. Und ich kann dir nur eins sagen, wenn du kein Freund von Jesus bist, kein Freund Gottes bist, dann hast du in diesem Gericht keine Chance. Und ich sage das mit sehr sanftweicher Stimme. Ich würde mir auch manchmal wünschen, es gäbe noch einen anderen Weg. Aber die Bibel gibt uns nur diesen einen Weg vor. Und wenn Jesus nicht dein Freund ist, hast du wirklich keine Chance. Und es gibt am Ende nur Himmel und Hölle. Himmel wird die beste Party der Welt sein. Hölle wird der furchtbarste Ort sein, den wir niemand wünschen. Und Jesus setzt alles daran, sein Blut, sein Leben, dass du nicht in diesen Ort der Verlassenheit gehst, sondern dass du bei ihm bist. Dritter Punkt, sei bereit und lebe authentisch. Bis zum Erscheinen des Bräutigams sind ja alle gleich. Alle Brautjungfern, du kannst sie nicht unterscheiden. Sehen alle toll aus, alle gut gebräunt, ne? Herrliches Parfum, schön eingecremt. Es ist kein Unterschied feststellbar. Alle schlafen, alle waren müde. Und interessant ist, dass das Jesus den Jungfrauen auch nicht zum Vorwurf macht. Er sagt nicht, ey, ihr seid eingeschlafen, ey, Frauen, was ist los mit euch? Ja? Habt ihr die letzten Nächte wieder um die Ohren gehauen? Habt ihr Party gemacht? Nein, Jesus macht das keinem zum Vorwurf. Die sind alle eingeschlafen, die waren fertig, die waren müde. So eine Hochzeit vorbereiten ist anstrengend. Das weiß jeder, der das schon mal gemacht hat. Aber es ist wichtig, nicht so zu tun, als wäre man gläubig, indem man sich wie jeder in der Gemeinde verhält und einfach nur mitläuft. Das bringt keinem etwas. Es ist nutzlos, sich selbst und anderen etwas vorzumachen. Masken haben vor Gott keine Bedeutung. Echtsein ist wichtig, sich Fehler eingestehen können und sie vor Jesus bringen. Und wir dürfen auch Krisen und Zweifel haben. Wir dürfen Krisen und Zweifel haben. Wir haben alle zwischendurch Krisen und Zweifel und die dürfen wir aussprechen. Auch in Gottes Gegenwart. Er nimmt uns ernst. Und wir dürfen Zweifel haben. Gott weiß alles und vor ihm wird eines Tages alles offenbar werden. Lebe authentisch. Gott kann in dein Herz schauen, ich nicht. Lebe authentisch. Sei bereit, denn Jesus kommt gewiss. Lasst uns kurz aufstehen. Ich würde gerne noch beten für uns. Ja, und dann kommt noch ein Video. Vater, ich danke dir für dein Wort. Vater im Himmel, ich danke dir für deine
für die Zeit, die du uns jetzt geschenkt hast. Und du weißt, wo du jeden von uns angesprochen hast, heute Morgen, wo dein Geist gewirkt hat. Und wir wollen nicht sagen, nein, das stimmt nicht, nein, das stimmt nicht, sondern wir wollen sagen, ja, Herr, rede du, sprich du zu mir. Und da, wo du uns angesprochen hast, da bitte ich dich, dass du uns den Mut und die Kraft gibst zur Veränderung. Da, wo wir noch keine Entscheidung für dich getroffen haben, da bitte ich dich, dass du uns Mut und Kraft gibst, eine Entscheidung heute für dich zu treffen, dass du ab heute die Nummer eins bist in unserem Leben. Herr, da, wo wir vielleicht bis jetzt noch keine Hoffnungsträger waren, da möchtest du uns zum Hoffnungsträger ausstatten. Und ich bitte dich, dass das Desinfektionsmittel Olpe überschwemmt, Olpe und die ganze Gegend. Nicht, weil ich das so toll gemischt habe, sondern weil die Menschen dich brauchen und weil es gut ist, dass ein Bibelvers draufsteht. Herr, danke, dass du da bist und danke, dass du uns durch dieses Gleichnis aufrütteln willst und ermahnen möchtest, aber liebevoll. Und Herr, ich bete für die, die sagen, Herr, ich habe mich von dir entfernt, ich möchte mich heute wieder, ja, dir neu zuwenden und diese Entscheidung treffen, bitte ich dich, dass du ihnen den Mut gibst, es heute zu tun. Heute ist ein neuer Tag, ein Tag der Gnade, ein Tag der Hoffnung. Danke, dass du da bist.